Hallo, was machen Sie, Herr Hahn? Ich bin über etwas gestolpert, über das ich mit euch reden möchte. Dem einen oder anderen ist wahrscheinlich der Begriff Elsa-Gate noch in den Ohren. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, hier Kurzfassung: Unter Elsa-Gate versteht man meistens einfach eine Content-Farm auf YouTube, die primär Videos machen für eine sehr junge Zielgruppe, indem sie halt Charaktere nutzen, die halt viel von dieser Zielgruppe geschaut werden. Sei es jetzt besagte Elsa, sei es Spider-Man, sei es Minecraft-Charaktere, sei es Five Nights at Freddy's etc. pp. Die einen doch sehr seltsamen Fetisch-, Fäkal- und/oder sexuellen Content hochladen. Und ich habe etwas sehr Ähnliches gefunden, über das ich halt einfach mit euch sprechen möchte. Und vielleicht habe ich ja Glück, dass der ein oder andere größere YouTuber über mein Video stolpert und halt auch ein bisschen die Kunde weitertragen kann. Was habe ich jetzt also gefunden? Um es kurz zu fassen, ich habe einen Animationskanal gefunden oder mehr eine Gruppe. Nennt sich Fash. Es gibt mehrere Kanäle unter dem Synonym, die miteinander verlinkt sind. Durch einen kompletten Not Safe for Work Patreon sind all diese Kanäle miteinander verbunden. Sind alles Variationen von Fash, sei es jetzt Fash Shorts, Fash Chic, dann Fash auf Russisch. An und für sich ist es ein Animationskanal. An und für sich ist da jetzt auch erstmal nichts Schlimmes dabei. Aber wie gesagt, hat dieser Animationskanal permanent einen Patreon. Einen Not Safe for Work Patreon, den er unter jedem Video verlinkt, dafür Werbung macht. Seine Videos richten sich, meiner Meinung nach, ich muss das so sagen, man kann es ja nicht beweisen, an eine sehr junge Zielgruppe. Da auch hier wieder, wie bei diesen Elsa-Gate-Vorfällen, viele Charaktere genutzt werden, die halt Anklang an einem jüngeren Publikum haben, heißt jetzt nicht, dass auch Erwachsene mit diesem Content was anfangen können. Das meine ich nicht. Aber dass die Hauptzielgruppe sich wirklich aus einer sehr jungen Zielgruppe zusammenstellt. Sei es auch hier wieder die Five Nights at Freddy's, sei es hier ein Digital Circus, sei es ein Minecraft etc. pp. Angefangen hatte das auch komplett harmlos, wie es aussieht. Ich kann mir das alles nur ein bisschen zusammenpuzzeln, einfach an den Erscheinungsdatum der ersten Videos etc. Angefangen hatte das alles komplett harmlos als ganz normaler Animationskanal, der Storytimes hochlädt, komplett auf Russisch. Das Ganze wurde dann halt nach und nach eingestellt. Ich glaube, das letzte Video war vor circa 2 Jahren. Dann hat man angefangen, parallel auch ein bisschen Minecraft zu machen und auch schon die ersten Künstler mit ins Team zu holen und verschiedene Animationen zu machen, die jetzt halt noch nicht dramatisch sind, bis man dann irgendwann einen neuen Kanal aufgemacht hat, der sich doch durch seine Sexualität auszeichnet. Indem halt hier primär Naruto-Charaktere halt sehr, sehr freizügig mit ja, Clickbait-Thumbnails. Das meiste, was in den Thumbnails passiert, passiert auch nicht in den Animationen. Ich habe ein bisschen durchgeguckt, einfach um zu kontrollieren. Zum Glück sind die Videos sehr kurz. Aber dann wurde das immer mehr, indem man gemerkt hat, okay, Sex sells anscheinend. Man hat weitere Kanäle aufgemacht, indem man weitere Animationen macht und gerade in Community-Posts halt sehr, sehr viel Werbung macht für sexualisierten Content. Und halt für diesen Not Safe for Work Patreon-Account. Ich habe hier auch mal einen kleinen Post für euch, der quasi ein Lager ist. Diese Seite, die ich hier nutze, ist quasi ein Zwischenspeicher zwischen dem Uploader und Patreon selbst. Hier kann man einige Uploads sehen. Das sind jetzt die neuesten. Ich habe das alles zensieren müssen. Und ist es schon ein bisschen was vorhanden? Aber wie man sieht, es ist tatsächlich auf dem Patreon was vorhanden. Ich wollte jetzt halt keine 5 € oder 10 € ausgeben. Hatte Glück, dass der tatsächlich diese Seite nutzt als Zwischenablage, bevor er Sachen auf Patreon hochlädt. Kommen wir jetzt zu dem aktuellen Account, der jetzt seit Pi mal Daumen ein Jahr läuft, in dem jetzt die aktuellsten Animationen laufen. Wäre jetzt an für sich kein Problem, wenn jetzt auch hier wieder nicht die Community-Posts wären, in der teilweise Softporn hochgeladen wird. Oder dann halt auch gecroppte Sachen oder zensierte Sachen mit halt besagtem Patreon als Werbung für bezahl doch hier bitte, dann siehst du das komplette Bild. So. Das Ganze bleibt natürlich nicht auf YouTube. Es gibt auch weitere Social Media Accounts. Es gibt mehrere TikTok-Kanäle, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie wirklich auch direkt von der Gruppe gemacht worden sind oder dazugehören. Oder halt einfach Reposts-Kanäle sind, die lasse ich einfach mal außen vor, weil ich mir da nicht sicher gehen kann, da die ja nicht großartig auf den anderen Plattformen beworben sind. Es gibt aber einen offiziellen Instagram-Kanal und einen offiziellen Twitter-Kanal.
die auch auf dem Hauptkanal mit verlinkt sind. Es gibt auch einen VK-Kanal, das ist quasi das russische Facebook. Das gibt es auch mehrere Formen. Es gibt einmal von dem Künstler selber, dann scheint es Werbung zu sein und einmal Stellenangebote und nochmal einen separaten, privaten Weg von dem ganzen Chef, nenne ich es jetzt mal. Bin mir da aber nicht so sicher. Ich habe das meist einfach durch Google Translate geschickt und hoffe das Beste. Ich bin mir, wie gesagt, da nicht sicher, da das alles auf Russisch ist und ich das einfach nicht verstehe. Und ich mich jetzt auch nicht unbedingt auf der Seite anmelden möchte, um das zu checken, zumal ich verstehe ja eh nichts auf der Seite und müsste das einfach durch den Translator laden. Und ich weiß nicht, wie gut das alles funktioniert. Ich kann das nirgends fact-checken. Vielleicht stolpert der ein oder andere über das Video, der sich ein bisschen mehr Russisch auskennt und sich das zu Genüge führen möchte. Es gibt da noch eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, gerade durch diese sehr vielen Social-Media-Kanäle. Der Fash-Account mit seinen 5,5 Millionen Zuschauer ist schon sehr groß, ist ein richtig großer Kanal. Aber all die ganzen Verästelungen und Verzweigungen sind deutlich kleiner. Lässt auf manche Sachen hinwirken. Eventuell ist Botting da am Start, aber das kann man nicht beweisen. Ich persönlich fand es suspekt, dass halt von so einem großen Content-Creator alle anderen Social Media deutlich kleiner sind, deutlich weniger genutzt werden. Auch sein Patreon ist zum Glück sehr klein. Und ja, was ist denn jetzt eigentlich auf dem Patreon zu finden? Ich habe jetzt die 5 Euro oder die 10 Euro nicht ausgegeben, aber es gibt hier Mittel, da ranzukommen. Es gibt das Internet. Das Internet hat komische Angewohnheiten, sich alles zu merken. Und es gibt die Möglichkeit, über Wayback Machines tatsächlich auf Posts zugreifen zu können. Es sind wahrscheinlich nicht alle und auch nur teilweise. Das ist halt wie gesagt eine Wayback Machine. Ich weiß nicht, wie viele davon tatsächlich aktuell sind oder wie aktuell die alle sind. Ich konnte mir ein paar durchschauen. An für sich gibt es da nur zwei Hauptsachen, die mir aufgefallen sind, die viel in den Kommentaren gerade, oder eigentlich sind es drei, vorkamen. Es ist einmal die Sache, dass sich viele beschweren, dass man für 5 Euro sehr wenig Content kriegt. Das ist das, was ich aussehen kann. Also es gibt nicht sonderlich viele Posts dafür. Es gibt sehr viele, die sich beschweren, das ist es nicht wert. Es gibt sehr viele, die sich beschweren, dass verschiedene Videos nicht vorhanden sind, dass Links nicht funktionieren. Da weiß ich, wo es dran liegt. Es ist tatsächlich, Fash war so clever und hatte diese ganzen Not Safe for Work Videos auf YouTube gespeichert. Vielmehr hat er mehrere Accounts erstellt und dort diese Not Safe for Work Videos als nicht gelistet hochgeladen. Das ist für alle, die das nicht wissen, was das bedeutet. Wenn ein Video auf YouTube als nicht gelistet hochgeladen ist, bekommst du das Video nur zu Gesicht, wenn du den passenden Link dazu hast. Anders kannst du es nicht sehen. Es gibt momentan aktuell anscheinend zwei davon, auf dem das ganze Zeug ist. Ich werde das euch auch alles in ein Dokument unten reinpacken. Ich werde ein Google Docs machen, dass man das vielleicht ein bisschen übersichtlicher hat, dass ich ein bisschen besser beschreiben kann, wie ich das in den Kommentaren machen könnte oder in der Beschreibung. Deswegen alle Infos, wenn ich es nicht vorher schon erwähnt habe, unten in einem Google Doc Dokument habe ich es nochmal versucht, ordentlich für euch klar gestrukturiert runterzuladen. Ich werde die Patreon-Seite an sich und was ich über die Wayback-Maschine gefunden habe, nicht finden, weil ich mich dann eigentlich dafür strafbar machen würde auf YouTube oder halt gegen die Community-Richtlinien machen oder eigentlich vielmehr gegen die Community-Richtlinien verstoßen würde, weil man eigentlich solchen Content nicht verlinken darf unter den Videos. Ich will auf Nummer sicher gehen, weil am Ende habe ich dann Glück und ich werde gefunden und er bleibt immer noch unter dem Radar. Ich würde mir wünschen, dass ihr da ein bisschen mir unterstützt und guckt, dass halt sowas unterbunden wird, dass ihr eventuell das Video einfach bei eurem Lieblings-YouTuber zeigt, dass das Ganze vielleicht ein bisschen größer gemacht wird. Ich habe gesehen, im englischen Raum sind jetzt auch 1-2 Videos im Laufe meines Prozesses aufgeplöppt, dass wir dann tatsächlich vielleicht ein bisschen das unterbinden können, dass YouTube ein bisschen cleaner wird, nicht, dass wir wieder so ein Super-GAU haben, wie es bei Elzagate war. Vielleicht kennt ihr auch der ein oder andere auch noch ein paar Kanäle, die unter diese Schoße fassen, die halt oberflächlich safe Content machen und hinter der Hand oder halt ziemlich sehr offensichtlich mit einem Schild vorm Kopf 18-Plus-Content bewerben. Ja, ich finde das halt, es hat einfach auf YouTube selbst nichts zu suchen, dass man sowas bewirbt, weil YouTube, wie gesagt, eigentlich ab 13 schon ist und das sollte man halt möglichst gut voneinander trennen, soweit das halt möglich ist. Sprich,
bitte poste dein Not Safe for Work Patreon oder Twitter oder sonst was nicht direkt auf YouTube. Eine Sache gibt es noch, die will ich loswerden. Ich bin mir bei der Sache aber nicht 100% sicher, weil ich nichts dazu beweisen kann. Es kann halt absoluter Zufall sein. Ich habe das erstmals aufgetreten unter dem einzigen Patreon-Post, der öffentlich ist bei ihm. Gab es einen Kanal, der für sich selbst quasi Werbung gemacht haben, der halt Cup-Bilder zeigt oder Cup-Bilder bewirbt. Für alle, denen das nichts sagt, ich versuche es mal so zu formulieren, dass YouTube mich das lässt, ohne dass hier irgendwas gefleckt wird. Der Begriff Cup steht hier im Begriff unter Furries. Es sind sehr, sehr junge Furries, es sind minderjährige Furries und ich hoffe, ihr könnt euch den restlichen Text selber denken. Wenn nicht, seid ihr wahrscheinlich eh zu jung dafür und dann ist das egal. Ich dachte erst, okay, das ist halt Selbstpromo von irgendeinem. Fand es ein bisschen komisch, dass halt derjenige seinen Patreon nicht moderiert und halt den Link einfach mal löscht. Aber mir ist das mehrmals aufgefallen, wie ich die Creator-Post durchgegangen bin, dass der ein oder andere irgendwas in dieser Richtung erwähnt. Auch sind Charaktere in seinen Werken zu sehen, die sehr jung wirken, auch wenn teilweise versucht wurde, die älter zu machen, wie sie eigentlich sind. Aber wie gesagt, das sind halt alles nur Mutmaßungen, ich kann es nicht beweisen. Und er kriegt wirklich sehr, sehr viele Kommentare im Moment. Es kann immer mal sein, dass sowas unter dem Radar fällt, auch gerade dann, wenn man halt sowas nicht moderiert. Was halt auch sein kann. Ich sag, ich will hier niemanden anklagen. Er macht ja eh schon wirde Sachen, also der Kanal an sich macht halt eh schon nicht okaye Sachen. Ihm mehr anzudichten, als eigentlich ist, ist schon unfair. Aber ich wollte das ganze Ding auch nicht unerwähnt lassen. Das war's zum Glück jetzt alles. Ich habe erstmal nicht mehr gefunden. Gesagt, vielleicht haben die englischen Kollegen noch was gefunden. Ich hatte mir die Videos nicht angesehen. Ich hatte während im Schnitt gesehen, dass auf dem englischen Kanal auch oder auf einem auf jeden Fall zwei Videos dazu hochkamen. Ich werde die unten verlinken, nachdem ich sie geschaut habe. Und ja, an alle, die sich hier getraut haben oder hierher mitgehört haben, danke, dass ihr mir zugehört habt. Und vielleicht lasst ihr ein Like da, vielleicht einen Kommentar oder vielleicht teilt ihr das Video, wie gesagt, mit eurem Lieblingsmeinungsblogger oder so, dass das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass wir vielleicht ein bisschen da einen Stopper davor setzen können, dass halt nicht auch wieder so ein Super-GAU passiert, wie am Ende bei Elsagate, dass wir dann halt frühzeitig vielleicht genug Posts raushauen können, dass da mal was gemacht wird. Vielleicht ist das alles auch ein Wunsch, aber man kann hier immer noch hoffen und dann danke fürs Zuhören und man sieht sich.